Ja, vielen Dank, vielen Dank. Also ich muss hier reinsprechen, weil das ja aufgezeichnet wird. Es wird nicht übertragen. Also falls ihr jetzt irgendwie die Lautsprecherstimme vermisst, die gibt's nicht. Wenn ich das Mikro irgendwann mal weglege oder so oder anfange damit in der Gegend rumzuschmeißen, dann muss mich jemand erinnern, dass ich es wieder an den Mund nehme, denn sonst haben wir keinen Ton. Also ich bin heute hier mit einem Vortrag, der maximal eine halbe Stunde dauern darf, laut den Statuten dieser Veranstaltung, was schwierig werden könnte. Ich habe ihn schon mal gehalten, da hat er anderthalb Stunden gedauert. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Ich versuche eine Tour de Force und ich habe natürlich einen extrem großkotzigen Titel gewählt. Der steht da hinten. Und jetzt fange ich einfach mal an. Also, Akquise. Es geht um, vielleicht sollte ich noch ganz kurz sagen, von wo aus ich rede. Wir sind Auftragsfotografen, also ich und meine Kollegin Silvia Steinmach, die heute nicht hier ist, weil sie gerade im Auftrag fotografiert. Und wir produzieren für Unternehmen, für Organisationen, für Agenturen Fotos. Meistens im Corporate-Sinne, also als Unternehmenskommunikation. Und das wollte ich gerne sagen, weil natürlich Akquise und Fotografie ist ein großes Feld. Also wenn man Privatkunden akquirieren will, ist das was völlig anderes, als wenn man Unternehmen akquirieren will. Oder wenn man Modelabels in Italien akquirieren will, ist das wiederum ein ganz anderer Markt, als wenn man Mittelständler in Deutschland akquirieren möchte. Also ich spreche eher aus dieser letzten Perspektive. Und ich hoffe, dass man trotzdem manche Dinge übertragen und anwenden kann. So, ich möchte jetzt erstmal sagen, was Akquise, also wenn man Akquise sagt, dann zucken die meisten Fotografen zusammen, kriegen ein unheimlich schlechtes Gewissen, einen leicht schmerzverzerrten Gesichtsausdruck vielleicht und haben das Gefühl, schon wieder dieses Thema, worum ich mich dauernd drumherum drücke. Und das gilt mehr oder weniger für uns alle, inklusive meiner selbst. Und den Vortrag heute halte ich übrigens nicht nur, um euch zu motivieren, mehr Akquise zu machen, sondern das mache ich genauso für mich auch, weil wir haben einen spannenden Sommer gehabt und viel zu tun und jetzt kommt der Herbst und wir müssen akquirieren, damit wir nächstes Jahr auch wieder Geld verdienen. Was ich aber sagen möchte, ist, was Akquise nicht ist. Also, ich lese es mal vor, ich habe es möglichst brutal formuliert. Akquise ist keine selbstzerstörerische, charakterverderbende und unmoralische Verkaufe. Sondern es ist was ganz anderes. Es ist eigentlich etwas sehr Schönes. Es ist nämlich gute Kommunikation. Also, hier steht es nochmal. Viele von uns denken oft, Akquise ist irgendwie charakterverderbend, ist, man verkauft sich, man bietet sich irgendwem an und so weiter. Ich sehe das nicht so, ich sehe es anders. Und das möchte ich gerne heute versuchen, hier ein bisschen zu transportieren und Lust drauf zu machen. Wenn es um Geschäft geht und Akquise geht, dann ist es so, irgendwo gibt es den Anbieter, zum Beispiel wir als Fotografen, und da draußen gibt es den Markt. Und das Problem ist, wir wollen einen Kontakt dahin haben, der nicht besteht. Wenn es gelingt, haben wir einen Kunden. So einfach ist es eigentlich. Und deshalb ist Akquise eine gute Kommunikation, die eine nicht existierende Beziehung in eine gute Geschäftsbeziehung verwandelt. Und wenn man das so betrachtet, ist es was total Geiles. Weil, ja, ich brauche das, glaube ich, nicht auszuführen, was daran gut ist. Man hat zu tun, man hat Geld auf dem Konto und so weiter. Ich glaube auch, dass wir Fotografen ein bisschen dazu neigen, zu sagen, das ist so schwer. Ja, ich hier mit meiner Kunst und meinem Atelier und meiner Kamera und meinem Anspruch und was weiß ich. Und da draußen ist diese böse Welt, die nichts von uns will. Ich glaube, das ist nicht so. Wenn ich jetzt mal einfach mal ein paar Zahlen sagen kann für unseren Bereich, also Unternehmenskunden. In Deutschland gibt es 3,5 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen. 3,5 Millionen. Wenn nur die Hälfte von denen Fotos brauchen würden, und es sind garantiert mehr, denn fast alle Unternehmen brauchen Fotos, dringend. Sie wissen es manchmal nicht oder das Bewusstsein ist nicht dafür da, aber es ist so. Wenn nur die Hälfte von denen Fotos bräuchten und wenn nur 1% von denen mich buchen würden, dann hätte ich 17.500 Kunden in diesem Jahr. Also ich will damit sagen, es ist eigentlich ein total reiches Feld. Ja? Es ist nicht ein dürrer Boden, den man mühsamst beackern muss, sondern es ist ein reiches Feld. Und das wollte ich gerne mal so rum darstellen, weil wir oft dazu neigen, uns zu klein zu denken. Ja? Und unsere Dienstleistung, unser Angebot und das, was wir tun,
vielleicht aus schlechten Erfahrungen, aus allen möglichen Gründen, für zu ungefragt halten vielleicht oder zu wenig nachgefragt halten. Es ist nicht so. Da draußen lauern für dieses Jahr mindestens 20.000 Kunden. Ja, ich kann nicht mal einen Bruchteil davon bedienen. Eigentlich eine gute Voraussetzung. So, jetzt möchte ich gerne noch was dazu sagen, was man tun sollte und wo meine Worte eben schon ein bisschen vielleicht hingeführt haben. Wir wollen Kunden gewinnen, wir wollen eine erfolgreiche Akquise machen, wir wollen gute Kommunikation machen, damit es eine erfolgreiche Akquise wird. Und die wichtigste Voraussetzung dafür ist zu wissen, was biete ich eigentlich an? Wer bin ich? Was ist mein Produkt? Was ist meine Dienstleistung? Wie positioniere ich mich? Das ist bei jedem von uns anders. Ich habe eben drei Gespräche geführt, alles Fotografen, alle völlig anders unterwegs. Das ist jetzt vielleicht ein Allgemeinplatz, aber ich glaube, dass es im Bewusstsein vieler Kollegen nicht so verankert ist, dieses Bewusstsein darüber, wie ist eigentlich meine Marke? Also die meisten, viele sagen, ich fotografiere halt. Ja? Aber das ist so ungefähr, wie wenn man sagt, ich verkaufe Getränke. Aber wenn man an jemanden gerät und der sagt, ich verkaufe Coca-Cola und Coca-Cola ist der Inbegriff der Frische, ja? Das ist eine klare Marke. Nicht jeder mag Coca-Cola, man kann auch Bio-Säfte verkaufen oder was auch immer. Aber man sollte wissen, wo man steht, wer man ist, was man anbietet und wo die Zielgruppe ist. Wer ist das? Wer braucht das? Wer braucht es in welcher Form? Und ehe wir losakquirieren, möchte ich gerne noch über ein Thema sprechen. Ich möchte gerne noch mal über das sprechen, was eigentlich Sinn der ganzen Sache ist. Wir wollen bei der Akquise am Ende des Tages einen Auftrag haben und wir wollen ein gutes Geschäft machen. Nämlich, ein gutes Geschäft ist in unserem Kontext, der Kunde bekommt geile Bilder und freut sich darüber. Der Fotograf bekommt einen geilen Auftrag und freut sich auch darüber. Der Kunde denkt heimlich, eigentlich hätte ich dafür mehr bezahlen müssen. Der Fotograf denkt, ich hätte es eigentlich auch für weniger gemacht. Das ist das perfekte Geschäft. Und ist das eine Utopie oder nicht? Weiß ich nicht. Wir erleben es eigentlich jeden Tag. Wir gehen in den Supermarkt, kaufen uns eine Flasche Weißwein für 11 Euro, trinken den zu Hause und sagen, wow, lecker. Die 11 Euro waren es wert. Das ist der Normalfall eines guten Geschäftes. Bei den Fotografen und bei den Kunden unseres Marktes gibt es nicht selten ein komisches Gefühl, dass man seinen eigenen Wert für zu niedrig hält, dass man der Meinung ist, man wird sowieso über den Tisch gezogen. Vielleicht macht man auch Erfahrungen mit Leuten, die einen immer zu am Preis drücken und so weiter und so weiter. Das ist aber nicht der Normalfall, sondern der Normalfall ist, dass jemand einen Wert anbietet und einen Wert beauftragt bekommt und bezahlt bekommt. Und am Ende des Tages steht eine Summe auf dem Konto und das ist Geld. Wir sind immer noch vor dem Akquirieren und es ist absolut sinnvoll, sich ein paar Minuten Gedanken zu machen, welche Beziehung man zu Geld hat. Die meisten Leute haben eine mindestens problematische Beziehung zu Geld. Oder die wenigsten sagen aus voller Überzeugung, na klar bin ich teuer. Ich bin sogar sehr teuer und ich bin es wert. So, ja, selbstbewusstes Auftreten. Das ist eine schwierige Frage. Unsere ganze Kultur ist durchsetzt von Wertvorstellungen, Glaubenssätzen und so weiter, die sich auf Geld beziehen und wo irgendwie so dieses Biblische mitschwingt, ne? Eher kommt ein Reicher in den Himmel, als ein Kamel durchs Nadelöhr geht oder so ähnlich. Ja? Also dieser feste Glaube, wer eine Menge Kohle hat, verlangt und bekommt für seine Arbeit, hat irgendwie Dreck am Stecken. Das ist aber nicht so. Denn Geld ist ein Symbol für Wert. Und wenn wir wirklich gute Fotos machen, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass das Honorar gut sein muss. Und das ist das, was wir anstreben müssen. Also da kann man jetzt ein ganzes Wochenendseminar natürlich drüber machen. Ne? Ich wollte es einmal, aber es ist ein wichtiger Punkt. Denn um einen Auftrag oder sich selbst oder seine Arbeit gut verkaufen zu müssen und den Wert gut transportieren
zu können, ist es wichtig, eine Vorstellung davon zu haben, was dieser Wert ist und wie der sich in Geld ausdrückt. Und wenn man sagt, oh, 500 Euro für einen Tag ist doch eigentlich ganz gut, aber eigentlich sind es 2000 Euro, die ganz gut wären, dann stimmt irgendwas nicht. Also, Auftrag, Glaubenssätze überprüfen, Beziehung zu Geld heilen. Wer sind die idealen Kunden? Das ist die nächste Frage. Ne? Wer bin ich? Was will ich am liebsten machen? Mit wem kann ich gut? Du kannst mit Künstlern gut, ich kann mit Unternehmern gut, andere können mit Werbeagenturen gut, wir zum Beispiel nicht, weil Werbeagenturen kriegen wir immer zu eins auf die Fresse. Wir haben nicht das Gen für die, wir tragen nicht die richtigen Klamotten oder ich habe keine Ahnung. Das ist total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, mit wem will ich arbeiten und wo sind die? Wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, bei diesem Punkt des Ritts wissen wir, wer wir sind, wir wissen, mit wem wir Geschäfte machen wollen und wir sind uns hoffentlich auch schon darüber im Klaren, dass unsere Arbeit was wert ist. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Wenn man Newcomer ist und noch schwimmt und so weiter, dann ist das natürlich ein anderes Ding, als wenn man seit 30 Jahren mit den Top-Unternehmen des Landes arbeitet und da seine Erfahrungen und seinen Wissensschatz und sein Standing hat. Aber es ist wichtig, das zu entwickeln und möglichst schnell zu entwickeln, um aus dem Anfängerstadium in das Profistadium sozusagen zu kommen. So, jetzt möchte ich gerne mal über ein paar Formen der Akquise sprechen. Es wird jetzt ein bisschen konkreter, hoffe ich. Die meisten Leute von uns haben bei Akquise so die Vorstellung, man sitzt in einem schrecklich erbärmlich eingerichteten Büro, hat eine endlose Liste mit Telefonnummern vor sich und ein Telefon und muss die jetzt alle anrufen und kriegt alle 3 Minuten eins in die Fresse und der andere legt auf. Wenn man Kaltakquise betreibt, das ist der Fachausdruck dafür, dann ist das auch so. Oft jedenfalls. Und für uns Fotografen ist es nicht die richtige Form. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich will nicht sagen, dass Kaltakquise nicht funktioniert. Klar funktioniert die. Aber sie funktioniert nur, wenn man eine echte Vertriebssau ist. Wenn man sich an seine Liste setzt und sagt, okay, nur noch 99 Absagen, dann habe ich den nächsten Termin. Und wenn man sich freut, wenn es nur noch 95 sind und 75 und 65 und wenn man die ganzen Absagen auf Wiedervorlage liegt und am nächsten Tag sich genauso stur da wieder hinsetzt und die Leute durchtelefoniert und so weiter, dann wird man irgendwann einen Termin kriegen. Aber das ist eigentlich ein Fulltime-Job. Das sind Vertriebsprofis, die sowas machen. Die telefonieren diese Liste ab, die haben eine perfekte Orga, wie sie welche Ausrede wohin schieben, wann sie sich wieder melden, der Chef ist nicht da, der ist im Urlaub, darf ich am Sonntag wieder anrufen, ich rufe wieder an und so weiter. Das funktioniert, aber ich kenne nicht besonders viele Fotografen, denen ich zutraue, so eine Nummer durchzuziehen, vor allem, weil sie ja nicht 8 Stunden am Tag telefonieren wollen, sondern sie wollen ja eigentlich fotografieren. Und diese Art von Akquise, es geht, funktioniert. Aber sie funktioniert nur, wenn man wirklich viel Zeit und totale, Selbstverleugnung betreibt und einfach immer wieder losstartet und sagt, hey, der Nächste ist vielleicht der Treffer, der Nächste ist vielleicht der Treffer. Deshalb, und das ist unsere gelebte Praxis, also wir haben das, glaube ich, einmal gemacht und dann hatten wir keine Lust mehr und haben es halt sein gelassen. Und auch Aussendungen und Broschüren irgendwie hinschicken irgendwo und so. Vergiss es, kein Mensch ruft zurück, wirklich keiner ruft zurück. Oder vielleicht einer von 500. Aber das ist es nicht wert, das ist zu wenig. Das ist keine vernünftige Konstellation. Deshalb ist unser bestes Verfahren eigentlich das, dass man nicht die Kaltakquise verfolgt, sondern sozusagen die nicht ganz so kalte Akquise oder die etwas wärmere Akquise oder wie auch immer. Und in unserem Fall bedeutet das zum Beispiel, dass wir gucken, wo sind die Leute, die wir zu Kunden machen wollen? Wo treffen die sich? Was machen die? Auf welchen Messen sind die? Auf welchen Veranstaltungen gehen die? In welchen Clubs sind die unterwegs, in welchen Netzwerkveranstaltungen mischen die mit, gibt es Kongresse
oder was auch immer. Und da kann man Leute in einer Atmosphäre treffen, wo sie auf Kommunikation geschaltet sind. Also zum Beispiel, wir gehen gerne auf Messen, also auf Industriemessen zum Beispiel, Fachmessen, und klappern einfach die Stände an und sagen, Ahrens und Steinbach, Industriefotografen, wir hätten gerne jemanden vom Marketing. Dann kriegen wir jemanden vom Marketing. Wir kriegen auch manchmal den Marketingleiter. Oder wenn wir Glück haben, stolpert gerade der Vorstandschef raus und sagt, wer sind Sie denn? Ich habe gerade einen abgesagten Termin, ist uns wirklich mal passiert. Ich habe eine halbe Stunde für Sie Zeit. Sagen Sie was. Und also das gibt es. Ja? Es sind natürlich auch Zufälle, aber in solchen Konstellationen, auf Abendveranstaltungen, auf Dinge, die außerhalb des normalen Business laufen, wo die Leute nicht am Schreibtisch sitzen und wo sie nicht zwei oder drei Sekretärinnen vorne platziert haben, die darauf trainiert sind, alle unnötigen Anfragen abzublocken. Das muss man ja auch, wenn man einen Geschäftsführer anruft, dann sagt man, hallo, hier ist, ich möchte gerne den Herrn Müller sprechen. Dann sagt die Sekretärin, worum geht's denn? Und dann sagt man irgendwie, ja, wir sind Fotografen und würden ja mal und so. Nein, danke, wir sind bestens versorgt. Ob das stimmt oder nicht und ob der Geschäftsführer vielleicht gerade denkt, ah, wir müssten mal einen neuen Fotografen ausprobieren, das wissen die nicht, aber sie sind darauf trainiert, dich abzublocken. Auf einer Messe, auf einer Veranstaltung jeglicher Art sind alle auf Kommunikation eingestellt. Und es ist zum Beispiel cool, an den Abenden oder Nachmittagen hinzugehen, wo nichts los ist. Weil dann langweilen sich die Leute an den Ständen. Man kann sie mühelos ansprechen. Man kann ihnen euer Portfolio zeigen. Man kann sie in Gespräche verwickeln. Portfolio dalassen, Visitenkarten und so weiter. Die ganze Nummer. Das funktioniert super. Oder was wir auch gerne machen, auf Messen zum Beispiel gibt es immer Veranstaltungen, also Vortragsveranstaltungen, so wie hier. Irgendwo gibt es eine Bühne und da reden Leute über irgendein Fachthema. Sitzen 7 Leute von Siemens und Bosch und keine Ahnung was vor einem Podium, dann ist der Vortrag zu Ende oder die Diskussion, dann gehen wir da hin und sagen, Herr Vorstandsvorsitzender, wir haben eine Frage. Und dann sagt er, ja, was denn? Und dann kann man mühelos für ein Projekt Werbung machen zum Beispiel oder für ein wie auch immer geartetes Anliegen, was man vorbringen kann. Haben wir gnadenlos gemacht und die Leute hören immer zu. Die geben die Visitenkarte und ab dann kann man sie übrigens anrufen. Weil man hat die Visitenkarte und man kann sagen, ich habe den Vorstandsdoktor so und so auf der Messe getroffen. Ich möchte gern den Kontakt aufnehmen. Und dann sagt die Sekretärin, oh, alles klar, ich guck mal, wann er Zeit hat. Also das ist eine heiße Empfehlung. Strategische Akquise. Da habe ich eine coole Idee von jemandem, die möchte es nicht von uns, aber die fand ich super genial und ich will sie einfach mal vorbringen. Wir haben sie auch schon mal in der Variation gebracht. Die Idee stammt von einem Hotelfotografen, der Hotels fotografiert. Und der geht folgendermaßen vor. Der sagt, okay, wo will ich denn eigentlich mal hin? Oberammergau. Oberammergau war ich noch nie. Da will ich jetzt mal hin. Dann ruft er alle Hotels in Oberammergau an, sagt, ich bin Hotelfotograf und fotografiere in ihrer Gegend, habe ich momentan 3 Produktionen und ich habe noch 4 Tage frei. Möchten Sie dabei sein? Und dann sagt der Hotelchef, eigentlich brauchen wir ja wirklich neue Fotos. Und der kommt jetzt eh gerade und die Reisekosten entfallen. Ist das nicht geil? Und 1 oder 2 von diesen Terminen werden besetzt. Und dann kann er die Runde weitermachen und dann hat er zum Schluss noch 3 Termine frei und noch 2 und noch einen. Er hat mir glaubwürdig erzählt, wie gut das funktioniert. Und ich halte das für eine sehr brillante Idee, nicht zu sagen, ich, kleiner Fotograf, habe etwas anzubieten und hast du vielleicht Bedarf, sondern ich habe so und so viele Termine frei, ich bin in der Gegend. Schauen Sie sich das Portfolio an, ja oder nein. Guter Ansatz. Wir haben es auch schon mal in einer anderen Form gemacht. Zum Beispiel haben wir komischerweise in Berlin und in Hamburg relativ viele Kunden und wir haben auch Freunde in Berlin und in Hamburg. Und immer, wenn wir Sehnsucht nach unseren Freunden haben, rufen wir alle unsere Berliner und Hamburger Kunden an und fragen, ob sie Zeit für ein Gespräch haben. Und zum Beispiel beim vorletzten Mal in Berlin haben wir 5 Leute angerufen und wir hatten 5 Termine und sind mit einem Auftrag nach Hause gefahren. Also es klappt nicht immer so cool. Letztes Mal in Hamburg waren es nur 3 oder 2 Termine, aber es geht. Und
Also mindestens hat man dann seine Reise raus und ein Taschengeld oder vielleicht, also auf jeden Fall ist man wieder im Business und im Geschäft und im Dialog und man redet miteinander. Das ist auch eine Art von Strategie oder eine strategische Akquise, wenn man so will, weil man sagt, ich bin in der Woche so und so da. Haben Sie Lust? Und wenn die Lust haben, und sei es nur, weil sie Lust haben auf nette Fotografen, ein bisschen beim Mittagessen, zum Beispiel einer hat wirklich gesagt, oh, das ist ja cool, dann können wir mal rausgehen. Also essen, ja? Also aus dem Büro raus. Das fanden die schön, dass sie sich mit uns unterhalten. Und die haben uns tatsächlich einen Auftrag dann gegeben. So. Noch wärmer wird die Akquise natürlich, damit hätte ich eigentlich anfangen sollen, weil es die leichteste Form ist, immer wieder gerne übersehen. Jeder von uns Fotografen ist ja in irgendeiner Weise im Geschäft. Seit einem Jahr, seit 5 Jahren, seit 20 Jahren. Und jeder von uns hat Kunden, denn sonst wären wir nicht mehr im Geschäft. Also gibt es einen Kundenstamm. Und es gibt nicht wenige, also da schließe ich mich auch voll ein, die habe ich seit Jahren nicht mehr gesprochen, obwohl ich mal erfolgreich und positiv mit denen einen Auftrag hatte. Und die Webseite hat immer noch meine Fotos und so weiter. Und warum rufe ich die eigentlich nicht an? Also es ist auf jeden Fall eine gute und tragende Idee, einfach mal durch die Rechnungen der letzten Jahre durchzugehen, zu gucken, weiß ich überhaupt noch, was ich alles gemacht habe und mit wem? Und wen kann ich einfach mal anrufen und sagen, hallo, ich bin immer noch Fotograf und ihr habt bestimmt immer noch Fotobedarf und lass uns doch mal miteinander reden. So, jetzt komme ich noch zu meinem Lieblingsthema. Wie viele Minuten habe ich noch? Ich habe keine Angst. Okay, also, mein Lieblingsthema ist die verdeckte Akquise, die überhaupt nicht als Akquise in Erscheinung tritt, aber trotzdem eine ist. Und das ist auch etwas, was wir auch erfolgreich gemacht haben und immer noch davon profitieren. Und das geht so. Ich gehe jetzt mal bewusst von unserem Beispiel weg. Ich erfinde ein Beispiel. Nehmen wir an, ein Porträtfotograf, eine Porträtfotografin möchte mehr Kunden, und zwar mehr Businesskunden. Gar nicht so einfach. Ne? Ich möchte gern 10 neue Unternehmen haben, für die ich Porträts mache. Alle Fotografen machen gern Fotoprojekte. Meistens solche, die vollkommen brotlos sind und nur Geld kosten. Man könnte aber auch mal an ein Fotoprojekt denken, was nicht brotlos bleibt und was zunächst vielleicht auch Geld oder mindestens Arbeit kostet, was aber Kunden bringt. Und jetzt gehen wir zur Porträtfotografin, zum Porträtfotografen. Und diese Fotografin und der Fotograf geht jetzt mit folgender Idee nach draußen. Er sagt, okay, ich mache ein Fotoprojekt über die innovativsten Unternehmer unseres Landes oder unserer Region oder unseres Bundeslandes, meinetwegen. Das wird eine Porträtserie, keine Ahnung, irgendwas Fotografisches, vielleicht in der Umgebung, vielleicht ganz streng, wie auch immer. Das kann jeder für sich entscheiden, wie er gerne fotografiert. Oder eine Serie. Und so, also, das Thema ist innovative Unternehmer oder Führungspersönlichkeiten oder Arbeitgeberpersönlichkeiten oder sowas, je nachdem, wie man unterwegs ist. Und dann geht man los und sucht sich eine Location, wo eine Ausstellung gezeigt werden könnte. Das kann zum Beispiel die, weiß ich nicht, die größte Investitionsbank sein der Stadt oder die Wirtschaftsförderung oder die IHK oder irgendein Ort, der ein gewisses Nimbus hat und wo man auch eine schöne Veranstaltung machen kann und wo das auch gut aussieht. Und dann hat man so jemand, der sagt, okay, ich stelle euch meinen Raum zur Verfügung, wenn du das machst. Das muss man natürlich auch ein bisschen akquirieren und dealen und hin und her und so weiter. Aber wenn man nicht Geld haben will von vornherein, sondern nur Möglichkeiten, geht das ziemlich gut. Man muss natürlich immer die Interessen der Leute im Blick halten, dass die auch gesehen werden. Ja, nehmen wir das Beispiel der Bank. Wenn die lauter Unternehmer bei der Eröffnung versammeln, die auch alle investieren, das sind interessante Kontakte für die. Also profitieren alle davon. So, jetzt gehen wir aber zur Fotografin zurück und sie sagt, okay, Thema ist gefunden, innovative Unternehmer unserer Region, Ausstellungsort ist gefunden, meinetwegen eine Zeitschiene schon festgelegt, es gibt ein PDF, wo das Projekt beschrieben ist, dann kann die jedes Unternehmen anrufen in der Region von den
mittleren bis zu den ganz großen und sagen, ich mache eine Ausstellung, die wird der Deutschen Bank gezeigt, zum Thema innovative Unternehmer. Sie, Herr Vorstandsvorsitzender Dr. Müller, wollte ich fragen, ob Sie dabei sein möchten. Ich wette, alle sagen ja. Vielleicht sagt einer nicht ja, aber von 100 Leuten sagen 98 ja. Und wenn man das, so ein Projekt durchzieht, hat man hinterher Top-Kontakte, Top-Anknüpfungspunkte und man hat auch, wenn man nicht völlig blöd ist, mindestens 2 Aufträge, würde ich sagen. Und man kann auf dem natürlich aufbauen, kommunikativ, man kann daraus was machen, man kann sich in Erinnerung bringen und so weiter und so weiter. Man kann den Leuten einen Print schenken, man kann es die Ausstellung nachbereiten, man kann zu ihnen hinfahren und sagen, ich habe hier einen 50x60 Abzug für Sie, extra für Ihr Büro und so weiter. Oder für Ihre Frau, was auch immer. Ich versuche eine Zusammenfassung. Akquise ist kein unbesteigbarer Berg voller gefährlicher Klippen, in die man immer so reinfällt und wo Leute noch Steine hinterher schaufeln und auf einem rumtrampeln, sondern es ist eigentlich etwas, und ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn man das mal wirklich verinnerlicht, dass man etwas dabei tut, damit Leute, die in Verbindung gehören, die zusammen arbeiten sollten, auch wirklich zusammenkommen und voneinander hören und einfach eine Kommunikationslinie entsteht. Und davon gibt es ganz viele. Selbst wenn ihr noch so abgefahrene Interessen oder schräge Ideen oder was auch immer habt, irgendwo da draußen gibt es Leute, die das brauchen. In unserem Fall gibt es, jetzt habe ich die Zahl vergessen, so und so viele Millionen. Und in anderen Fällen gibt es vielleicht nur 100.000 oder nur 10.000 potenzielle Kunden, sind aber immer noch viele. So, was habe ich denn noch hier? Ah ja. Nehmen wir mal an, wir machen jetzt all diese schlauen Sachen und es führt zu echten Kontakten, zu Begegnungen, zu Gesprächen, zu gegenseitigen Willenserklärungen. Ja, im Herbst planen wir eine neue Kampagne und so weiter. Jetzt wird es wirklich systematisch. Dieser eine Kontakt genügt nicht. Selbst wenn der gesagt hat, wir kommen auf Sie zu und super und toll und das ist echt überzeugend, was Sie hier gezeigt haben und so weiter. Die kommen nicht. Die vergessen dich genauso schnell, wie du sie vergisst. Die vergessen dich noch schneller, als wir sie vergessen. Wir haben ein etwas größeres Interesse vielleicht. Oder mir geht es auch so, wir gehen immer jedes Jahr auf die Hannover Messe, die dauert eine Woche, knappe Woche, und wir machen am Tag ungefähr 15 Kontakte. Und beim Mittagessen weiß ich schon nicht mehr, was ich mit dem ersten wirklich besprochen habe. Das verschwindet so schnell. Wer war das nochmal? Wie sah der aus? Was haben wir gesagt? Haben wir irgendwas vereinbart? Also es ist total wichtig, dieses kostbare Stück Kommunikation, was man da irgendwo geschaltet hat, am Leben zu erhalten. Und zum Beispiel bei so einer Messe mache ich es immer so, ich nehme die Visitenkarte, klebe sie mit einem Brittstift in so ein Papiernotizbuch und schreibe ein paar Sachen dahin. Das war der Herr mit dem schütteren Haupthaar und der sich äußerst begeistert über das Foto so und so geäußert hat und der gesagt hat, wir sollen ihn in 2 Wochen wieder anrufen. Und diese Informationen vergisst man rasend schnell, aber sie sind total wichtig und das Wichtigste dabei ist, dass man sie aufhebt und dass man in 2 Wochen wirklich anruft. Nicht in einer Woche, nicht in 3 oder nicht in 8, sondern wirklich möglichst in 2. So wie es vereinbart ist. Also der größte Feind ist das Vergessen. Und wir selber, wir haben alle schon unglaublich viel vergessen. Also wir auch. Und Chancen sausen lassen und Dinge nicht wirklich entwickelt, obwohl sie entwickelbar gewesen wären. Und das ist dann sozusagen die nächste Stufe, dann wird es nämlich wirklich systematisch, dann muss man mit Wiedervorlagen arbeiten, dann muss man mit Kalendereinträgen arbeiten, dann sollte man irgendeine Art von Kunden- oder Kontaktdatenbank haben, die funktioniert. Man sollte auch den Fleiß aufbringen, seine handschriftlichen Notizen zu übertragen. Man sollte auch sagen, kriegt der eine Weihnachtskarte, ja oder nein? Kriegt er eine handgefertigte? Wir verschicken immer handgefertigte Weihnachtskarten an unsere Top-Leute. Das muss man irgendwie dokumentieren und natürlich auswertbar machen. Und wenn man das tut und wenn man das jeden Tag einen ganz kleinen Schritt tut, weil die große Revolution macht keiner von uns, niemand.
wir ändern uns nicht von heute auf morgen. Wir werden nicht von heute auf morgen Supervertriebler. Echt nicht. Ich habe es versucht, aber es geht nicht. Meine abschließende Empfehlung ist, jeden Tag ein Schrittchen. Ein Schrittchen. Ein Anruf, Visitenkarte eintragen, sich was überlegen, das, was man sich überlegt hat, nutzbar machen, damit man in einer Woche, in drei Wochen, in fünf Wochen wieder noch dran denkt und dranbleiben. Und der stete Tropfen höhlt den Stein, wie man so schön sagt. Es ist wirklich so. Eine kleine Anekdote zum Schluss, dann mache ich wirklich Schluss. Wir haben einen Kunden, den wir seit 3 Jahren verfolgen. Wir haben einmal mit ihm ein schönes Projekt gemacht, haben wir 2 Tage, glaube ich, fotografiert. Und dann hieß es, ja, wir bauen gerade ein neues Terminal und so weiter. Und wenn das fertig ist, dann brauchen wir neue Fotos. Das neue Terminal wurde erst 2 Jahre später nach der Planung fertig. Aber wir rufen immer so alle 4-5 Monate an und hören mal, wie es dem neuen Terminal geht und so. Jetzt ist es fertig, aber Fotos haben wir immer noch nicht gemacht. Und immer wenn wir anrufen, sagt der Herr, wirklich sehr nette, launige Mensch am anderen Telefon, mit dem wir ein durchaus freundschaftliches Verhältnis haben, die Fotografen wieder. Also ich muss Ihnen mal wirklich sagen, Sie haben wirklich ein vorbildliches Customer Relationship Management. Aber wir sind immer noch nicht so weit. Und so weiter. Irgendwann werden Sie uns buchen. Ich bin ganz sicher. Vielen Dank.